Ach, kriegst du das nicht hin? Oh. Hier ist immer noch die verschlossene Tür, verdächtige Tür, ja. Okay, das waren ja schon mal ganz gute Tipps. Hat sich denn jetzt in dem Questlog hier was geändert? Sind versteckt, du benötigst einen speziellen Fingerknochen, um sie zu öffnen. Bringe einen Fingerknochen in deinen Besitz und verschaffe dir damit Zutritt zu Javias Versteck. Oh, wo kriegen wir den denn jetzt her? Vielleicht von dem Händler? Oder müssen wir jetzt nochmal hier ein Mitglied finden? Hatten wir nicht einen umgebracht? Aber der hatte keinen Fingerknochen dabei wahrscheinlich. Ich guck mal lieber nochmal ins Inventar. Plotgegenstände. Eisenburke, alte Verträge, Asche, dieses letzte Wille Testament. Sieht nicht so aus. Das sind Tränke? Nee. Und vielleicht hat er ja was anzubieten hier. Na komm, Alima. Verkauf uns doch mal einen Fingerknochen hier, oder was? Ihr seid zurück. Habt ihr mir noch ein Geschäft anzubieten? Ja. Natürlich. Natürlich. Ach so, er sagt das gleiche, okay. Hat er mit Sicherheit natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Nee, wahrscheinlich müssen wir wirklich wieder einen finden. Und den umnocken. Ich glaube auch nicht, dass wir den so auf der Straße finden werden. Das hier könnte auch irgendwie ein Zeichen sein. Aber hier sind überall Zeichen. Das ist natürlich dann schwierig. Ups. Überall sind Zeichen und Gravuren. Das ist quasi wie die Nadel im Heuhaufen. Okay. Also der Tipp war ja schon mal nicht schlecht, aber so wirklich weitergeholfen hat uns das jetzt auch nicht. Jetzt müssen wir gucken, wer denn sowas hat. Oder müssen wir vielleicht einfach mal ein anderes Viertel gehen? Das war, genau, die trauert, glaube ich, um ihre Tochter. Hauptmann der Wache. Ist halt die Frage, ob wir ein Bürger... Hallo? Ihr hättet Orsama zu keinem schlechteren Zeitpunkt besuchen können. Okay, es sind alles Bürger, die haben ja meistens nicht so viel zu sagen. Ich glaube, wir gehen mal ins Diamantenviertel. Vielleicht kann uns da ja einer weiterhelfen. Oder was ist hier so? Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Eingang? Einen versteckten Eingang? Aber wie gesagt, wir kommen ja anscheinend nur mit diesen blöden Fingerknochen dahin. Und mal gucken. Wenn die in der ganzen Stadt verteilt sind, dann sind diese Leute, die Männer von Javier, mit Sicherheit auch in der ganzen Stadt verteilt. Deswegen gucken wir mal hier. Lolina, Adeliger, was ist denn mit ihm hier? Ist das zu glauben? Ogryn ist kaum noch Teil der Kriegerkaste, aber er kommt hier rein, als hätte er ein Recht darauf. Ich sollte gehen, bevor ihr euch noch über mich beschwert. Wer seid ihr? Wer ist Ogryn? Was meint ihr mit kaum noch Teil der Kriegerkaste? Worüber habt ihr mit Ogryn gestritten? Was meint ihr mit kaum noch Teil der Kriegerkaste? Nun, er hat Lord Minos jüngsten Sohn bei einem Duell bis zum ersten Blut getötet. Es war ein Riesenskandal. Ogryn sollte hingerichtet werden. Aber er hat sich in den tiefen Wegen große Verdienste erworben. Also haben sie ihm alle Waffen weggenommen und ihm jeden Kampf innerhalb der Stadtgrenzen untersagt. Hält er sich nicht daran, wird er verbannt. Warum liegt Ogryn so viel an Branka? Worüber habt ihr mit Ogryn gestritten? Branka ist seit 2 Jahren fort. Noch nie hat jemand einen so langen Aufenthalt in den tiefen Wegen überlebt. Die Suchtrupps haben nie etwas gefunden. Aber Ogryn will dafür weiterhin Leben aufs Spiel setzen. Ich sollte gehen, bevor ihr euch noch über mich beschwert. Wer ist Ogryn? Warum liegt Ogryn so viel an Branka? Warum ist Branka in die tiefen Wege gegangen? Irgendeine Schatzsuche. Sie hat niemandem davon erzählt. War richtig abweisend. Sie hätte nicht darum gebeten, ein Haus zu gründen. Mache sich nichts aus Politik und wir wären so mit uns selbst beschäftigt, dass wir die dunkle Brut nie besiegen würden. Sie hat sogar alle bedroht, die sagten, sie würden ihr folgen.
Ich sollte jetzt gehen. Wie wurde sie ein Paragon? Sie hatte ein rauchloses Brennmaterial erfunden, durch das die Schmiedekaste ihre Produktion um fast ein Drittel steigern konnte. Das hat uns schon mal jemand erzählt. Es gab auch weniger Todesfälle durch Staublungen. Die Versammlung sagte, die Ahnen wären mit ihr und erklärten sie zum Paragon. Ranka, Ogren und all ihre Verwandten kamen in die Adelskaste. Und es wurde ein neues Haus mit ihrem Namen begründet. Na gut, ich sollte jetzt gehen. Wenn ihr Wachen seht, sagt ihnen, dass Ogren es wieder mal versucht. Aha, gut. Adal, Helmi, okay. Was hat die uns zu sagen? Ihr kommt in einer schwierigen Zeit. Orsama leidet und braucht einen König. Ja, immer noch. Ich dachte, das wäre mit diesem Kampf da vorüber. Expertenmeinungen zufolge ist er ein tollwütiger Oberflächenhund und verdient die Königswürde. Lady Dates, hallo. Das zieht sich schon zu lange hin. Es beleidigt das Andenken von König Andrew. Tja, das sagen irgendwie alle. Gerüchte im Ständeviertel. Schreier, Heiliger. Okay, was war hier noch? Königlicher Palast. Ach ja, stimmt. Da waren wir auch schon drin. Der Wächter hat. Oh nein. Nicht schon wieder Belen-Fanatiker. Oh. Und ich bin schon wieder alleine vorgegangen. Komm, wir müssen uns erstmal wieder versammeln. Ah ja, jetzt sind wir alle da, oder? Ja, jetzt. So, komm. Zack. Und ruf. Ja, ja. Und jetzt kannst du aber mal einen Geistschlag machen hier. Alle betäuben. Wo ist denn hier? Ah, da ist er. So. Du machst mal Frost. Und nochmal drauf. Lebenskraft entziehen. Blitz. Das ist ja auch weg. Gut, dass die Magie überhaupt nicht abkönnen, die Leute hier. Nein, nicht aus dem Schlotz. So. Zack. Blitz. Tack, tack, tack. Hättest du das betäubt, oder? Oh. Mächtige Schwünge. Chris macht mal hier. Zack. Und mach Frostwaffen, ist auch gut. So. Ihn machen wir auch eben weg hier. Zack. Und Lebenskraft entziehen. Stan wird mal eben geheult. Da ist er. Immer diese Belen-Fanatiker. Die gehen mir so langsam auf den Keks. Jo. Zack. Ist ja auch weg. Noch einer hier. Komm. Ja. Der ist auch gleich weg. Perfekt. Oh, hat er diesmal noch viel reibungsloser geklappt als letztes Mal. Mensch. Feuerkristall Lyriumtrank. Was haben wir hier? Silberried-Rune der Novizen. Oh, eine Rune. Die können wir wieder auf ein Schwert legen. Oder können wir mal machen. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gemacht. Das wollten wir mal machen, aber irgendwie hatten wir bis jetzt noch nicht so die tollen Verzauberungen, dass sich das gelohnt hätte. Hallo. Okay. Eines Adelige. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Adeligen und einem adeligen Zwerg? Ist das nicht alles Zwerge? Egal. Hallo, hallo. Hallo. Hier war Kammer der Versammlung. Ah ja. Wir gehen mal weiter. Halle der Verwahrung. Warte mal, das könnte auch ein Zeichen sein hier, oder? Obwohl die Türen auch alle teilweise echt. Ja, sind die nicht alle so? Ich weiß nicht genau. Okay. Könnte aber trotzdem ein Zeichen sein. Bringt uns aber nicht viel. Achso, das ist die Lava, ich wollte gerade sagen. Es hört sich so an, als wenn irgendeine Tür aufgeht, irgendein Geheimgang.
Oh, das war die Lava. Was wir nochmal machen können, wir können jetzt nochmal, also ich werde jetzt gleich erstmal eine Aufnahmepause einlegen. Aber wir können vorher nochmal in die Stadt des Staubs kurz gehen. Und wenn dann immer noch keiner da ist, hier sind, das sind nur Wachen, okay. Wenn dann immer noch keiner da ist, ja, okay, die Tür sieht genauso aus, also war das wohl kein Zeichen. Dann, ja, dann mache ich erstmal eine Pause. Und ansonsten, wenn wir gleich auf Javia treffen sollten, dann mache ich natürlich erstmal weiter. Mit den Adligen können wir uns auch nicht großartig unterhalten, oder? Hoffentlich bestimmt die Versammlung bald einen König. Ne, Lulina hatten wir schon gesprochen, oder wie auch immer da heißt. Was ist denn hier oben überhaupt? Hallo? Großartige Leistung beim Tornai-Wächter. Ach, ist das nicht hier der Veranstalter da vom Tornai? Oder sieht er nur genauso aus? Ich weiß es nicht. Weil der einfach nur Adliger heißt, der hatte doch einen Namen, oder? Ah. Aber wie der genau hieß, weiß ich auch nicht mehr. So, komm. Jetzt muss ja jemand mal sein. Oder vielleicht treffen wir auch in der Schenke jemanden? Können wir auch mal... Ne, das waren die Importwaren. Können wir auch mal versuchen. Oder wir müssen tatsächlich alle Läden abklappern. Wo war denn die Schenke? War die nicht hier? Ne, die, stimmt, die war weiter, ne? Da mussten wir, glaube ich, noch ein Stück laufen. Das ist auch nur eine Wache. Und beim Tornai wird ja sicherlich auch keiner sein. Dagner? Ja, okay, das ist... Ja, nee. Das haben wir schon ganz oft gehabt, mit der gesprochen. Schenke, so. Gucken wir nochmal in der Schenke. Vielleicht hilft uns da ja einer weiter. Die können wir gar nicht jetzt anklicken hier. Schankwirt, Schankwirt, Gastwirt, Schankwirt, Heaven. Seid gegrüßt. Sucht ihr einen Stuhl zum gemeinsamen Trunk? Wer seid ihr? Ich bin so frei. Sucht ihr eine Faust zum gemeinsamen Kampf? Wer seid ihr? Ich heiße Nevin und gehöre zu Prinz Belens Expeditionseinheit. Und ihr? Ich bin Chris, ein grauer Wächter. Ich arbeite für Belen. Was? Wem bekämpft eure Einheit? Ihr arbeitet für Belen? Ich gehe, wohin man mich schickt, kämpfe dort und kümmere mich nicht um Politik. Aha. Danke fürs Getränk, aber ich muss gehen. Wem bekämpft eure Einheit? Ich war noch nie in den tiefen Wegen. Jeder graue Wächter endet dort. Da schicken sie euch hin, wenn ihr bereit seid, diese Welt zu verlassen. Sterben in der Dunkelheit und so viel Gezücht mitnehmen wie möglich. In letzter Zeit ist dort zunehmend mehr los. Plötzlich interessieren sich ziemlich viele dafür. Wir gehen morgen wieder rein und wir sind nicht die Einzigen. Danke fürs Getränk, aber ich muss gehen. Wer schickt euch denn hinein? Wonach sucht ihr? Wer ist noch in den tiefen Wegen? Lord Harrowmonts Männer. Alle suchen nach Spuren von Branka. Die Stadt braucht wohl wieder einen Paragon. Jeder will, dass irgendeiner das Ruder übernimmt. Danke fürs Getränk. Wer schickt euch denn hinein? Belen. Beim ersten Glockenschlag in 4 Gruppen. Wir sollen die alten Teigs durchsuchen. Nach Spuren von Branka, vermute ich. Hinter der sind sie offenbar alle her. Danke fürs Getränk, aber ich muss jetzt gehen. Seid wachsam. Die Politik in Orsama ist fast genauso gefährlich wie eine Schlacht. Danke. Okay. Auch wenn wir nicht auf Belens Seite stehen, aber zumindest hat der uns nicht direkt angegriffen. Und ist immer noch recht freundlich zu uns. Kainerin? Ich glaube, die können uns alle hier nichts. Okren, mit dem können wir vielleicht nochmal sprechen. Was wollt ihr? Hey, ich habe von euch gehört. Die Welt steckt in der Krise und ein grauer Wächter von der Oberfläche beehrt uns. Es heißt, ihr hättet euch vor Harrowmonts Karren spannen lassen. Ich dachte, vielleicht könntet ihr mir, nun ja, bei der Suche nach Branka helfen. Aber ich schätze, ihr seid einfach genau wie alle anderen. Hat mir das nicht schon zugesagt? Sollte ich euch oder diese Branka kennen? Wie viele anderen... welche anderen? Mir geht es nur darum, Verbündete gegen die Verderbnis zu finden. Ich muss mich vor euch nicht rechtfertigen. Lebt wohl.
Mir geht es nur darum, Verbündete gegen die Verderbnis zu finden. Ihr braucht keinen König, um einer Verderbnis entgegenzutreten. Ihr braucht einen Paragon. Sie werden von der Versammlung ernannt, aber sie stehen über ihr. Sie werden zu Adligen, aber sie sind weit mehr als jeder, der in ein Haus hineingebogen wird. Sie sind das, wonach jeder Zwerg mit Rückgrat strebt. Mhm. Ihr auch? Ei, natürlich. Ein Paragon zu sein, wäre eine staubige Ecke besser als das hier. Was kümmert es euch, was ich will? Niemanden kümmert es, was ich will. Will euer Boss mir Honig um den Bart schmieren? Wenn es euch um die Geheimnisse eines Paragon geht, müsst ihr sie schon selber finden. Mhm. Das ist Branka also. Sie ist der Paragon. Ja, das brauchen wir nicht zu fragen, das wissen wir ja. Redet Klartext, Trunkenbold. Nur zu, an derlei Behandlung bin ich gewöhnt. Natürlich traue ich euch immer noch nicht. Euer Boss ist genau wie alle anderen. Ich weiß, dass er versucht hat, etwas über sie herauszufinden und zu verstehen, wonach sie gesucht hat. Aber sie hat selbst mir nichts erzählt. Will er ihn für sich haben? Ein klein wenig vergessene Technologie der Ahnen, um Belen aus dem Rennen zu werfen? Wovon redet ihr da? Was für eine Technologie? Wenn ich euch ernsthaft helfen wollte, das scheint euch persönlich zu treffen. Ei, natürlich. Immerhin bin ich ihr verfluchter Ehemann. Sie hat mich hier zurückgelassen und unser gesamtes Haus mitgenommen, als sie gegangen ist. Habt ihr danach gesucht? Nun, hier habt ihr es. Macht nur weiter eure Botengänge. Aber bis euer Boss ernsthaft mit der Suche beginnt, bekommt ihr vom alten Orgren nichts als heiße Luft. Okay. Na gut. So. Aber ich versuche das, wie gesagt, nochmal... Ah ne, springen konnte er ja nicht. Ich versuche das, wie gesagt, nochmal in der Stadt des Staubs. Vielleicht habe ich ja diesmal da ein bisschen Glück. Aber wahrscheinlich nicht. Aber wir wollen ja mal nicht so pessimistisch sein und mal hoffen, dass da jetzt endlich mal jemand ist, der uns auch mal wirklich weiterhelfen kann. Weil bisher war das ja alles sehr vage und hier... Jetzt musst du irgendwelche Fingerknochen finden und... Wo soll ich die denn auftreiben? Ich muss ja erstmal einen finden von Jarvis Männern. Und dem kann ich dann vielleicht diesen Fingerknochen abnehmen. Ist hier immer noch da? Na, das da ist immer noch da. Und sonst hat sich hier immer noch nichts geändert. Verdammt. Okay. Ich stehe tatsächlich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, wie es jetzt weitergeht. Und deswegen mache ich gleich, glaube ich, wirklich mal eine Aufnahmepause. Wir können dann noch mal kurz mit ihr quatschen. Aber ich glaube, mehr kriegen wir auch nicht aus ihr raus. Na, wer kommt denn da zurückgekrochen? Seid ihr jetzt großzügiger? Ja. 20 Silberlinge, wenn ihr mir sagt, was ihr über Javier wisst. Es ist ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Vielleicht sagt sie jetzt ja mehr. Javier hat die Charta vor weniger als einem Jahr übernommen. Und heute trägt jeder zweibeinige Staubfresser ein Schwert in ihrem Namen. Könnt ihr mich zu ihr bringen? Ich stehe nicht mehr in ihrer Gunst. Und Javier hat seit kurzem den reinsten Verfolgungswahn. Alle Mitglieder der Charta haben Fingerknochen bei sich. Darauf kratzt sie Zeichen, damit sie weiß, dass es ihre Leute sind. Es gibt in der ganzen Stadt Türen zu ihrem Haus. Das wissen wir alle schon. Aber es ist immer nur eine geöffnet. Und ohne Zeichen erfahrt ihr gar nicht, dass da eine Tür ist. Wie komme ich an so ein Zeichen? Da kann ich euch nicht helfen, Salrocker. Die Kater-Mitglieder verwahren sie sehr gut. Aber das ist doch etwas wert, oder? Ein bisschen vielleicht. Okay. Ich gebe euch 10 Silberlinge. Passt auf euch auf. Tut mir leid, mehr kann ich euch nicht erübrigen. Ich gebe euch 10, komm. Ich denke an euch, wenn ich mit vollem Magen zu Bett gehe. Danke. So. Nee, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Wie steht der denn da? Okay. In der Luft. Huhu. Hey, komm, Alistair, geh da mal runter. Das sieht doch nicht aus. So, na gut. Wie gesagt, ich mache dann erstmal eine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.